Willkommen zurück auf der USG Pflegeleicht. Willkommen zurück auf, bei dem Dead Space Callisto-Protokoll oder so. Es geht weiter mit Dead Space und ich bin hier mal wieder auf der Crank Station, weil mich ein diverser Arzt gerade hier nervt und ich ohne Wartezeiten direkt durchgelassen werden möchte. Als Privatpatient habe ich diese wunderbaren Berechtigungen. Wie du dir sofort alle Menschen im Wartezimmer zum Feind machen kannst. Genau so. Jo, zur Straße sage ich nicht nein. Was habe ich denn noch alles dabei? Gewehr, den Ripperinski, den... Hier lade ich auch mal kurz nach. Passt. Die sind auch neu, die waren vorher noch nicht hier. Oh Gott, ich hoffe, die sind versichert. Okay, sieht so aus, als hätte der nochmal so eine Art Tuch da um die Köpfe gewickelt. Okay, jetzt vielleicht nicht. Finde die Quelle, ja, ist okay. Sprechzimmer. Herr Doktor, ich habe ein Problem. Und das sind Sie! Freigabe bestätigt. Credits. Und genau deswegen gehen so viele Leute ungern zum Zahnarzt. Ja, ne? Leichte Zahnschmerzen oder sonst irgendwas, dann nehmen wir doch gleich das ganze Gebiss raus. Dann entfernen wir doch direkt alle Beißerchen. Wer atmet da schon wieder so schwer? Möchte ich das überhaupt wissen? Okay. Schön liegen bleiben. Alles ist in bester Ordnung. Der Arzt ist gleich da. Der Arzt kümmert sich gleich um Sie. Oh nein. Oh, ist natürlich auch eine Möglichkeit, zuerst mit dem Flamer drauf zu schießen und dann mit dem Rest. Au, ja, er trifft mich sogar. Ohne meine Plasma-Energie. Voll daneben. Alter! Einmal treffen lernen, einmal kein Sturmtruppler sein. Was schreibt mich denn da so an? Der Heilige Geist. Der spuckt die Viecher da aus, ne? Yo, ja, natürlich. Ach du Heiliger, was bist du denn? Lass euch gesagt sein, dass man sich den nicht nähern sollte. Dann noch so, dass einer. Ey, Alter, was. Beziehungsweise jetzt nicht so, dass man da auf Tuchfühlung rangeht. Aua. Ja, Vorsicht. Tut mir den Gefallen und geh doch einfach drauf. Ich bin auch doof angestellt. Sehr doof. Und fast keine Muni mehr für den Plasma-Cutter. Ja, das
Vielleicht habe ich auch in den vorigen Folgen was verkauft. Könnt ja nicht wissen, dass ich jetzt euch Probleme kriege hier. Impulsprojektile. Ich nach Weihnachten. Oh je. Hä? Oh, da haben wir eine Bench. Hier. Sehr schön. Credits. Und ein Medipack. Aber nur eins. Damit sie nicht alles zu sich ausgeben. Anzug Level 3. Upgrade. Diagramm erweitert. Nice. Ich habe aber eh keine Knoten, also hat sich das erledigt. Gibt es noch ein oder zwei weitere Anzüge? Also es gibt noch mindestens ein, ja. Super Space Marine Anzug. Der heißt so. Die Regeln habe ich nicht gemacht. Türen. Energie to the Aufzüge. Warum darf ich eigentlich kein Büromaterial oder kein Labormaterial auf die schmeißen? Das weiß auch keiner. Das war dumm, aber hat mir keinen Schaden gerückt. Okay, Medipack klein. Da sage ich nicht nein. Irgendwer kriegt ja schon wieder ohne meine Erlaubnis durch die Gegend. Ich höre es ganz genau. Mein Herr müssen noch viel toter sein. Okay, den Plan halte ich tatsächlich für sehr, sehr gut. Einmal mit dem Flamer drauf und dann mit anderen Waffen bearbeiten. Hauptsache arbeiten. Völlig normal, das Zeug muss hier rumwuchern. Es ist die Stase. Eine Stase, mein Lieber, eine Stase. Guess the reference. Da kann ich nochmal rein. Hoffentlich Stufe 2 Behälter. Nein, ich finde nur den einsamen Rollstuhl. Achso, hier sprang noch dieses eine Vieh an die... Yo, hier sprang noch dieses Vieh dran. Ich kann mich leider noch dran erinnern. Patientenprotokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Freigabe bestätigt. Ah. Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten. Studie, hä? Ich wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Okay. Peng. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Regeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Oh Gott. Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Okay, und genau deshalb solltest du keine Ärzte ohne Lizenz arbeiten lassen.
Er hat seine mit Sicherheit schon vor Jahren verloren. Dann speichere ich mal eben. Speichern bedeutet Leben. Finde die Quelle der Übertragung. Ja, hier ist doch. Ich schau mir erstmal das an. Wo geht's denn da nochmal hin? Oh, da ist noch ein Stufe 2 Raum. Sehr schön. Noch schöner ist, dass ich da jetzt rein darf. Naja. Ich rieche einen Knoten. Und gruselige Bilder an der Wand. Epex, yeah. Schemata, okay, auch gut. Und da ist der Knoten. Strahlenmunition, yes. Please. Strahlenmunition, übermittle dieses Schema. Achso, für was denn überhaupt? Entfernen, ja. Möchte ich nicht. Strahlenmunition. Ach so, das... Ja, toll. Das ist einfach nur, damit du den... Damit du die Strahlenmunition im Shop kaufen kannst. Ja, toll. Naja. Zur bildgebenden Diagnostik. Klingt wie so eine Taverne. Zur bildgebenden Diagnostik. So, zum bildgebenden Eben. Zur lauwarmen Servicia. Und ein Knoten. Weißt du Bescheid? Okay, da darf ich... Das ist Nicole! Oh mein Gott! Credits! Da gibt's auch noch was. Habe ich... Ne, Moment! Moment, da komme ich ja her. Da ist der Fettsack an der Wand. Nein, es ist nur so ein dämliches Hologramm. Er hat mich hier hingelockt. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Och nö. Überlebende kommen bitte zu uns. Dieser Drecksack. Okay. Kennt ihr noch diese Ausstellung Körperwelten? Das erinnert mich gerade extrem daran. War ja immer mal wieder fraglich. Ich war da, glaube ich, auch mal, aber das ist schon ewig her. Ah, okay. Mist. Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Mich gestarrt? Isaac Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur.
Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nahe. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Wie lange bin ich denn gestarrt? Oh, ich darf mich da gleich mit seinem Sekretär unterhalten. Ey! Oh, guten Tag. Und hier kommt der heutige Gastgeber. Ich muss ein bisschen an die Au! Ich muss ein bisschen an die Regenerados von Resi, außer dass der sich hier nicht mehr regenerieren kann. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Oh nein. Warten Sie bitte. Tür auf. Dankeschön. Das wird nicht. Oh. Der kommt mir natürlich gleich hinterher. Kommt der wirklich? Oh oh. Ah! Wo lang? Okay. Das hab ich nicht kommen sehen. Den auch nicht! Lauf doch! Oh oh. Aufzug. Also, Mikrofonübertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss das von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Wieso? Entkomme der Kreatur. Okay, es ist doch ein Regenerados. Der Gedanke kam mir gerade nur einfach so und ich so, ja, okay, so, und der so, ja, okay. Fehlende Gliedmaßen sind mein Ansporn, Kollege. Also eher so, ne, advanced. Fortgeschrittener Masochismus. So, jetzt hab ich's. Ich und der fortgeschrittene Masochismus. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Strahlmunition. Sehr schön. Dann verkaufe ich erstmal Dinge. Wie diesen Monster-Halbleiter. Mehr Leistung für ihre Credits. Nice, nice. Shop. Laserkanonen-Upgrade. Ja, da muss ich aber erstmal da hinkommen. Wie viel Money habe ich denn noch? Gar nicht mal so viel. Für den Flamer noch einiges? Ja, sehr gut. Ach so, ich. Ja, okay, ich dachte, ich müsste da wieder rein zu El Gringorio. Nämlich auch persönlich. Was ich alles persönlich nenne, willst du gar nicht wissen. Ach, du bist ein normaler, ne? Der aber nicht! Oh, oh, der auch nicht. Ah. Oh Gott. Ciao. Darf ich da mal vorbei? Nein, darf ich nicht. Tschüss. Diese Drecksviecher, ciao. Wo ist denn hin? Ja, erstmal schön Ruhe bewahren. Panik ist dann gleich ange. Oh, oh. Nee. Panik kann jeder. Au. Darf ich mal. Ach,
Wieso bin ich heute Morgen aufgestanden? Da kann ich auch rein. Okay, aber dann. Shit. Wenn ich den so doof anstelle, dann weiß ich gleich, wird ich noch ins Gras. Ja, es hat ihn nur noch motiviert. Ich hab mich schon mal klüger angestellt. Warte mal, je nachdem. Ja, renn erstmal weg. Medipack. Ah, komm mal her. Gut, 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 gut. Da lag irgendwas. Da lag noch ein Medipack. Oh, oh. Ha! Warten Sie doch! Die Doktoren werden immer aggressiver! Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts? Ja, jetzt bin ich eh rechts gelaufen. Shit! Nicht noch rein. Freigabe bestätigt. Ja, bitte bist du schneller. Tschüss. Hä, das ist doch mal eine Strahlenkanone. Nee, das ist das Ding. Stimmt, nicht die Laserkanone, sondern der. Jau. Okay, Kollege. Na dann. Dann darf ich zum Tanz bitten. Strahlkanone für breitstrahliger Minen. Nee, Mineralienschneider für anspruchsvolle Abbauarbeiten. Halten. Ey! Ich wollte das lesen. Welche Waffen habe ich denn gerade ausgerüstet? Ich habe den Ripperinski, Flammenwerfer gar nicht mehr so viel und die, die ist gleich auch nahezu aufgebraucht. Erstmal nachladen. Stase wäre wieder cool. Und weniger Glitches wären auch cool. Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie Schlechter! Ich habe Ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Diese zelluläre Regeneration. Großer Gott! Sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der Aegis-7-Kolonie berichtet wurde. Amelia zum Beispiel. Okay, er dreht das einfach durch. Und Amelia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Amelia Kynes starb vor 7 Jahren. Okay, die haben alle einen Schuss weg, aber Clark geht's ja. Oder dem Isaac hier geht's ja auch nicht, jetzt nicht so gut. Der sieht ja auch schon leichte Dinge. Einfach mal drauf. Ich mich immer daneben schießen würde. Oh, ich habe Munitionsprobleme. Das ist gar nicht so toll. Und keine Medipacks. Alles gleichzeitig. Dass hier der Dude mich hier gerade nicht verfolgt. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Ja, mit Sicherheit. Da gibt es Sauerstoff. Okay, da gibt es noch was zum Abhören. Logbuch der Chirurgie, Dr. Janice Marshall, Experiment 5 zur Gehirnregeneration.
Diese Kinder des Markers, keins Necromorphs, haben mir alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über die Glabella. Keine Sorge, ist alles steril. Gott, ist das ein Arschloch. Ei. Schlimme Dinge werden hier passieren. I guarantee it. Textlog. Harris Entscheidung, Patientenlogbuch. Dr. C. Mercer, zweiter Wissenschaftsoffizier mit B. Harris, Patient Harris. Deshalb schreiben Sie das auf. Die Kirche wird mir später danken. Ich höre es auch, Mr. Harris. Andere empfinden das Signal des Markers als Belastung, aber für mich ist es inspirierend. Neue chirurgische Methoden, neue technische Entwicklungen. Schade, dass ich die tieferen Nuancen nicht so gut erfassen kann wie Sie. Sie meinen die Codes oder die Stimmen, die so gerne gehört werden möchten? Hungrig wie die Sterne. Und diese Narren wollen Sie heilen. Sie haben göttliche Einsicht, Mr. Harris, und ich kann sie interpretieren. Die tiefsten Geheimnisse des Markers, die Konvergenz, sogar das Kollektiv selbst könnten uns gehören, wenn Sie mir vertrauen. Gott spricht durch den Marker, er muss gehört werden. Aber ich kann es Ihnen nicht vermitteln. Ich versuche es, aber es entgleitet mir. Als ob es hinter meinen Augen feststeckt. Und die beste Methode hätte fatale Folgen. Es sei denn, Mr. Harris, kennen Sie den Begriff zelluläre Regeneration? Ja, nice. Das heißt, wir haben den guten alten Mr. Harris gerade hinter uns herrennen. Oh je. Speichere ich da gerade erstmal. Komm, einfach nochmal einen neuen Slot, ne? Scheiß drauf. Das passt schon so. Dr. C. Mercer. Dr. Mercer, ich hab einen Termin. Dr. Termin. Textlog. Hey, das sind doch die Viecher, die Sicherheitsregelung aktiv, aha. Die Necromorphs hier herbeiführen. Persönliches Logbuch Dr. C. Mercer. Beobachtungen. Konvergenz. Wo die Körper der Toten auferstehen werden, doch richtig, ja. Vereint, unsterblich, vollkommen gemacht durch den Marker. So wird es uns gelehrt, aber all dieses Material, all meine Arbeit, und doch bleibt der Marker untätig. Seit diesem ersten Kontakt habe ich immer wieder diese Worte im Kopf. Die Macher müssen absorbiert werden. Vielleicht eine göttliche Einsicht, dass die Erschaffung meines Jägers Teil der Antwort ist. Und doch... Nein, ich werde nicht zweifeln. Kein Unitologe war jemals so nah dran. Um den Tod diesen vertrockneten alten Tyrannen zu überlisten, muss ich genauso hartnäckig sein wie er. Da hat sich jemand ein paar Probleme. Planung. Lokale Türprotokolle sind fehlerhaft. System wird neu gestartet. Bitte warten. Möglicherweise ist vielleicht der gute alte Mr. Harris hier wieder durch das... Hä? Oh Gott! Moment! Ich kann helfen! Nicht mir! Retten Sie die Hydrostation! Hier sterben alle! Die Luft ist Gift! Aber es ist noch Zeit! Ihr Enzym funktioniert dann! Sie braucht nur flüssigen Stickstoff! Retten Sie uns! Okay, keine Ahnung, ob das echt war oder nicht. Er startet immer neu. Er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen... Ah, die konnte ihn auch hören, okay. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Wenn wir unsere Luftzufuhr verlieren... Wir können es wohl reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mache dir den Weg ins Kryo frei. Türprotokolle neu gestartet.
Vielen Dank für Ihre Geduld. Als hätte ich eine Wahl. Hebe die Abriegelung auf. Ja. Abgeschokoriegelt. Besorge flüssigen Stickstoff. Toxische Gefahr registrieren. Natürlich. Kennen Sie sich, Mr. Clark. Wegen Ihnen muss ich meine Forschungsobjekte liquidieren. Es tut mir leid. Das muss doch. Hier, am Sicherheitscheckpoint gibt's eine Notentlüftungssteuerung. Geh, ich sperre ihn auf. Ja, natürlich. Oh, oh. Drecksviecher auf. 12 Uhr. Au! Ja, das war... Ja, wie viel kommt denn da? Oh, oh. Ein Treffer und ich bin Gulasch. Und sieht so aus wie die... Shit. Oh, das war mal ein Drücker. Ja, und er setzt sich da oben drauf. Ist das makaber. Ach, lass ich dich so hängen. Okay, what the fuck? What the actual F? Das Planetside-Team. Thank you.